Ronald Blaschke ist mein Name. Ich bin gebürtiger Dresdner, das hört man, spreche Deutsch mit sächsischem Einschlag. Bin seit 2004 aktiv in der Grundeinkommensbewegung, habe das Netzwerk Grundeinkommen, das deutsche Netzwerk Grundeinkommen mitgegründet und möchte euch heute sozusagen in die Grundlagen des Themas Grundeinkommen einführen. Selbstverständlich und ganz spezifisch mit dem Bezug zum Thema die Growth-Wachstumskritik inklusive mit dem Thema Grundeinkommen, wie verhält es sich zu dem Thema soziale Sicherungssysteme, welche Modelle gibt es, wie verhält es sich zum Thema Arbeitsmarktpolitik etc. Wie gesagt, ich hatte euch schon angeboten, dass ich eine Dreiviertelstunde etwas vortrage, circa, vielleicht ein bisschen länger auch, wir dann 10 Minuten Pause machen, aber bitte einhalten, ihr könnt euch schon austauschen draußen, auf die Toilette gehen, wie auch immer, dann kommen wir rein, dann kommen wir in die gemeinsame Diskussion. Bevor ich beginne, das Grundeinkommen erstmal zu definieren, damit wir gemeinsam über ein Ding reden und nicht über verschiedene Sachen, vielleicht zur Geschichte des Grundeinkommens, die ist uralt. 1796 hat Thomas Spence, ein Brite, das erste Mal über ein regelmäßig zu zahlendes Grundeinkommen an alle Menschen einer politischen Gemeinschaft gesprochen. In The Rights of Infants, in diesem, ja, wie soll man sagen, kleinen Essay, einer kleinen Schrift. Und seitdem gibt es in der gesamten Geschichte bis heute hin verschiedene Protagonistinnen und Protagonisten, die sich mit dem Thema Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen, das ist das Gleiche, auseinandergesetzt haben. Darauf möchte ich heute weniger eingehen. Ich möchte nur darauf verweisen, es ist eine uralte Idee, die quer durch ganz Europa und auch Amerika hin diskutiert worden ist, neuerdings natürlich auch in Asien und anderen Kontinenten, Australien etc. Es gibt seit 1986 ein BIEN, Basic Income European Network. Das ist ein Netzwerk von Wissenschaftlerinnen, Publizistinnen, die sich 1986 in Belgien getroffen haben und dieses Netzwerk gegründet haben zur Verbreitung der Idee des Grundeinkommens. Die haben sich vor 10 Jahren in BIEN, Basic Income Earth Network, umbenannt, weil die Idee inzwischen weltweit Verbreitung fand und viele Wissenschaftlerinnen und Politikerinnen sich mit dem Thema beschäftigen. Dann gibt es seit einem Jahr UBIE, Unconditional Basic Income Europe. Das ist eine Vereinigung von politischen Aktivistinnen und Aktivisten, Netzwerken, Initiativen auf der europäischen Ebene. Dieses Netzwerk ist hervorgegangen aus einer gemeinsamen politischen Aktion, nämlich die Europäische Bürgerinitiative Grundeinkommen, die voriges Jahr lief, wo wir versucht haben, 1 Million Stimmen zu bekommen, um die Europäische Kommission zu zwingen, sich zu dem Thema Grundeinkommen zu äußern. Da sind wir als Netzwerk Grundeinkommen auch Mitglied, ebenfalls wie im Basic Income Earth Network. Und dann gibt es in den Regionen bzw. auf den nationalen Ebenen Netzwerke und Initiativen. Wir vertreten sozusagen bundesweit das Netzwerk Grundeinkommen. Es gibt aber viele verschiedene kleine, lokale, regionale Initiativen in Köln, in Leipzig, in Hamburg etc., die sich mit dem Thema beschäftigen, die politische Aktionen durchführen, die aber selbstverständlich auch wissenschaftlich sich mit dem Thema beschäftigen, Kontakte mit Wissenschaftlern haben etc. Zu unserem Netzwerk noch zurück, wir sind 3.500 Mitglieder derzeit, es gibt eine Homepage www.grundeinkommen.de. Wir haben einen Wissenschaftsbeirat von ca. 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen, die sich thematisch mit verschiedenen Themen beschäftigen. Und unsere Aufgabe ist, die Idee des Grundeinkommens zu befördern. Und in diesem Zusammenhang bin ich auch hier, weil wir haben bereits am letzten Wachstumskritischen Kongress in Berlin teilgenommen. Wir haben viele Kontakte zu entsprechenden NGOs bis hin zu ATTAC, die sich mit dem Thema auch Wachstumskritik beschäftigen, weil wir der Auffassung sind, Grundeinkommen und Wachstumskritik bzw. Schrumpfung, die Growth, oder wie man es mal nennen will, haben etwas miteinander zu tun. Das als Vorspann. Was ist das Grundeinkommen? Das Grundeinkommen wird gekennzeichnet durch 4 Kriterien. Die sind wichtig, denn nur darüber rede ich heute. Und diese 4 Kriterien findet ihr auch auf diesem Faltblatt, was ich rumgereicht habe. Das ist erstens ein Einkommen, also eine monetäre Leistung, die jedem individuell garantiert ist als Rechtsanspruch, individuell, unabhängig, ob er verliebt, verlobt, verheiratet, verschwägert, verschwistert, sonst irgendwas ist.
die ohne eine sozialadministrative Bedürftigkeitsprüfung gezahlt wird. Also zum Vergleich Hartz IV oder Sozialhilfe oder was man hier kennt in Deutschland zum Beispiel, bedeutet ja, dass nur Arme diese Leistung bekommen. Arm sein heißt, man muss nachweisen, man hat zu wenig oder gar kein Einkommen, zu wenig oder gar kein Vermögen. Man ist einkommens- und vermögensarm. Das interessiert bei dem Grundeinkommen nicht. Es gibt keine sozialadministrative Bedürftigkeitsprüfung. Natürlich werden dann, und da werden wir dann bei den Modellen und Konzepten darüber sprechen, reichere Menschen entsprechend zur Kasse gebeten, um das zu finanzieren. Das gleich mal als Nebensatz. Das dritte Kriterium, es kommt ohne jeglichen Zwang, ob das nun ein ökonomischer sein soll oder ein administrativer Zwang zur Arbeit daher, das Grundeinkommen. Also man muss nicht, wieder im Vergleich zu Hartz IV, sagen, ich bin bereit, jede mir angebotene Erwerbsarbeit, Beschäftigungsmaßnahme, Qualifizierungsmaßnahme anzunehmen. Es kommt auch ohne jegliche Gegenleistungsverpflichtung im Sinne eines Zwanges daher. Also ich muss dafür keinen Arbeitsdienst leisten, Bürgerarbeit, muss mich dafür nicht ehrenamtlich engagieren oder nachweisen, dass ich etwa vielleicht irgendwelche Bildungslehrgänge besuche. Also das dritte Kriterium, ohne Gegenleistungs- und Arbeitszwang. Auch im Unterschied zu Hartz IV, dort muss man sich dazu erklären, schon in der Eingliederungsvereinbarung. Und wenn man dieser nicht nachkommt, was passiert dann diesen Zwängen oder diesen Angeboten, etwas anzunehmen? Was passiert bei Hartz IV? Kürzung, also die Leistungen werden gekürzt. Wie weit ist es heute möglich, die Leistungen in Deutschland zu kürzen bei dieser Grundsicherung Hartz IV, nicht Grundeinkommen? Bis auf null. Heute kann man per Gesetz in Deutschland verhungern. Über Verfassungswidrigkeiten dieser Regelung wollen wir jetzt hier nicht diskutieren. Und das vierte Kriterium, ein wichtiges Kriterium ist auch, das Grundeinkommen soll in ausreichender Höhe ausgestaltet sein. Was heißt das? Es soll die Existenz, also die physische, die materielle Existenz absichern. Und es soll die gesellschaftliche Teilhabe absichern. Teilhabe heißt, dass ihr oder wer auch immer, der ein Grundeinkommen bezieht, dann, wenn es das gäbe, hier teilnehmen kann, eine Teilnehmergebühr bezahlen kann. Dass er ins Kino gehen kann, dass er sich mit Freunden auf ein Bier, ein Glas Wein, wie auch immer treffen kann. Also, dass die minimalste Ebene der gesellschaftlichen Teilhabe auch abgesichert ist, also über die physische Existenz, Nahrung, Kleidung, Unterkunft hinaus. Diese vier Kriterien kennzeichnen das Grundeinkommen, machen es auch zu einem bedingungslosen. Bedingungslos heißt, an die Auszahlung wird keine Bedingung geknüpft. Das meint bedingungslos. Und nur eine ausreichende Höhe macht es auch ökonomisch bedingungslos. Denn so ein niedriges Grundeinkömmchen, würde bedeuten, ich muss mich dennoch auf dem Arbeitsmarkt verkaufen oder ich muss eine Erwerbsarbeit suchen, weil es eben nicht ausreicht, um die Existenz oder gesellschaftliche Teilhabe zu sichern. Und gleich erster Fallstrick, der bei solchen Diskussionen schnell aufkommt, Grundeinkommen, na, das ist ja Geld. Und nun gibt es ja viel Kritik an Geld und am kapitalistischen Geldsystem und Wirtschaftssystem und so weiter. Das ist richtig. Solange wir in einer Geldgesellschaft leben, also Geld ein wichtiger, nicht der wichtigste, ich sage ein wichtiger Bestandteil ist, um die Existenz und Teilhabe zu sichern, solange ist es in Geld zu zahlen, logischerweise. Wer Freund einer geldfreien Gesellschaft ist, darf da nicht erschüttert sein. Auch für so eine Gesellschaft gilt das gleiche Prinzip. Denn das Prinzip lautet, jeder Mensch, ob Mann, Frau, alt, reich, jung, wie auch immer, hat das Recht zu leben und an der Gesellschaft teilzuhaben. Das kann monetär als auch nicht monetär abgesichert werden. Bloß mal ein Gedankenspiel, man könnte ja alles das, was man dazu bräuchte, kostenfrei geldlos bekommen oder durch freie Zugänge. Man geht in ein großes Warenlager und nimmt sich das, was man für die Grundbedürfnisse braucht. Peter Kropotkin, russischer Anarchist, sagte, nehmt zu viel, als ihr bedürft. Das ist natürlich eine wichtige Grundfrage, man sollte da nicht zu viel nehmen. Hängt dann auch mit der Frage der Produktion zusammen. Okay, die vier Kriterien, monetär und nicht monetär. Eine weitere Diskussionsebene, die mit dem Grundeinkommen grundsätzlich zusammenhängt,
Wenn ich durch das Grundeinkommen die gesellschaftliche Teilhabe und Existenz sichern soll, hatte ich schon angedeutet, kann ich das auch nicht monetär machen. Also beispielsweise, wenn wir sagen, nehmen wir mal an, für Deutschland, damit es armutsfest ist und die Existenz und Teilhabe sichern, müsste es in der Höhe von 1.000 Euro netto sein, in etwa, nehmen wir es mal an. Und es würde jetzt stattfinden, dass sämtliche Bildungsangebote, sämtliche Kulturangebote, sämtliche Angebote von öffentlichem Nahverkehr bis hin zur Deutschen Bahn, also öffentliche Mobilität, kostenfrei wären. Könnte man diskutieren, wird auch diskutiert, dass dann das Grundeinkommen, was ja diesen Prozentanteil mit für diese Mobilität betrifft, mit in sich hat, dass man das rausnimmt und sagen, da könnte das Grundeinkommen sinken. Umgekehrt hieße das natürlich, wenn in der Gesellschaft der Meinung ist, ich muss alles wieder mit Studiengebühren belegen oder ich müsste Kulturangebote nicht mehr staatlich subventionieren, hieße es im Umkehrschluss, das Grundeinkommen müsste höher sein. Also es geht vom Prinzip, ob monetär oder nicht monetär, darum, die Existenz und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen zu sichern. Ich will nicht auf die verschiedenen philosophischen Begründung dafür eingehen, können wir vielleicht dann gerne in der Diskussion machen, lasse ich jetzt erstmal beiseite, gibt es ganz verschiedene, es gibt philosophische, arbeitsmarktpolitische, soziologische, sonstige Begründung bis hin zu religiösen, kann man alles in diesen wunderbaren Schriften auch zum Runterladen für alle Menschen preiswert, kostenlos, besser gesagt, nachlesen. Okay, warum hat nun aus der Überzeugung auch das Netzwerk Grundeinkommen, sondern auch aus meiner Überzeugung, das Grundeinkommen etwas mit Wachstumskritik, mit Schrumpfung zu tun? Da will ich 5 Punkte versuchen hervorzuheben, die wir dann auch diskutieren können, wenn ihr das wollt. Erstens, wir sind der Auffassung, dass eine demokratische Gestaltung der Gesellschaft, Klammer auf, Klammer zu, wir können uns keine schrumpfende Gesellschaft ohne demokratische Entscheidungsprozesse vorstellen, also als diktatorischen Prozess. Klammer zu. Eine demokratische Gesellschaft ist nicht möglich, wenn die Menschen per Existenznot erpressbar sind. Das ist eine Grundthese, die wir vertreten. Was heißt das? Wenn man sich politische Programme von Parteien anschaut oder auch von großen Organisationen wie Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbänden, stellt man immer wieder fest, wir müssen Wachstum schaffen, wir brauchen mehr Arbeitsplätze, um die Existenzsicherung herzustellen für die Menschen. Wir sagen, das ist Erpressung. Auf der individuellen Ebene ist es genau das Gleiche. Wenn ich einen bestimmten Job, der gesundheitsgefährlich, ökologischer Wahnsinn etc. ist, kann ich den nicht ablehnen, wenn ich nicht in der Lage bin, gesichert und an der Gesellschaft teilhabe, in der Gesellschaft teilhaben zu können, wenn diese Möglichkeit nicht gegeben ist. Das heißt, individuell wie gesellschaftlich setzt eine Demokratie ein erpressungsfreies Hineingehen in die Gesellschaft, eigene Positionen zu vertreten, auch eigene Standpunkte durchzusetzen, bis hin zur Konsequenz, bestimmte Jobs abzulehnen, weil sie mit meinem Gewissen nicht vereinbar sind, zum Beispiel aus ökologischen Gründen. Setzt voraus, dass der Mensch individuell garantiert und zwar bedingungslos abgesichert ist. Alles andere läuft auf eine ökonomische Erpressung hinaus, egal ob auf der gesellschaftlichen Ebene oder auf der individuellen Ebene. Und wir sagen vom Netzwerk Grundeinkommen und der Grundeinkommensbewegung findet das weitestgehend Zustimmung. Wenn wir auf dem Weg zu einer Postwachstumsgesellschaft sein wollen, dann muss dieser Weg demokratisch entschieden und bestimmt werden. Sowohl auf gesellschaftlicher Ebene als auch auf individueller Ebene. Die Leute müssen die Möglichkeit haben, sich angstfrei in die Gesellschaft einzubringen. Und dazu gehört eine grundsätzliche materielle Absicherung, die ihm keinen nehmen kann, unter keinen Umständen. Punkt 1 der Begründung. Punkt 2 der Begründung ist eine arbeitsmarktpolitische. Erste war die Demokratiefrage, andere war die Arbeitsmarktpolitik, die jetzt kommt. Die meint schlicht und ergreifend, dass das Grundeinkommen einen charmanten Effekt hat, der für alle wachstumskritische Menschen positiv klingt.
Dieser Effekt heißt, belegt durch Studien auf europäischer Ebene, in der Schweiz, in Deutschland, dass wenn Menschen ein Grundeinkommen zur Verfügung haben, neben dem Erwerbseinkommen, was dann obendrauf käme, würden sie ihre Arbeitszeit reduzieren. Insbesondere Menschen, die Vollzeit beschäftigt sind. In welchem Umfang, hängt natürlich von der familialen Situation ab, mit wie vielen Menschen lebe ich zusammen, hängt davon ab, wie viel verdiene ich in der Vollzeit etc. Aber auch von individuellen Präferenzen. Es soll Menschen geben, die wollen ihre Arbeitszeit im Sinne Erwerbsarbeitszeit nicht verkürzen, weil sie sich so wohl auf Arbeit fühlen, dass sie sich nicht vorstellen können, zu Hause eine Bio- oder Öko-Karotte zu züchten. Aber die Studien sagen, 36-38% der Befragten würden bei einem Grundeinkommen die Arbeitszeit verkürzen. Ich sage dann gleich, welche Effekte das hat. Das ist ja nur der quantitative Effekt. Man muss aber als Gegenbetrachtung auch sehen, dass das Grundeinkommen auch bewirkt, dass manche Leute angereizt werden zu arbeiten. Nämlich genau die jetzt erwerbslos sind. Jetzt habe ich sowas wie eine Armutsfalle eingebaut in die sozialen Sicherungssysteme. Es werden bis zu 80% meiner Einkommen sofort verrechnet, wenn ich aus einem Hartz-IV-Bezug heraus Erwerbseinkommen beziehe. Das macht für viele Leute die Erwerbsarbeit unattraktiv. Das nennt man Armutsfalle. Man verbleibt also in der Armut, weil so viel abgezogen wird. Beim Grundeinkommen ist das anders. Diese Lohnfalle oder Armutsfalle gibt es da nicht, weil Grundeinkommen ja nicht mit dem Erwerbseinkommen verrechnet wird. Also es gibt einen gewissen arbeitsmarktpolitischen Anreiz, mehr Arbeit aufzunehmen. Das halte ich für richtig, weil es kann nicht sein, dass eine Gesellschaft von Überarbeiteten und Unterarbeiteten, die auch Erwerbsarbeit suchen, ich rede nur von Erwerbsarbeit, jetzt nicht von anderen Arbeitsebenen, dass faktisch so eine Spaltung der Gesellschaft vorhanden ist, wie wir sie heute haben. Das heißt, jeder muss die Möglichkeit haben, auch sinnvoll Erwerbsarbeit zu leisten, um über das Grundeinkommen hinaus etwas zu tun. Aber was ist der qualitative Effekt dieser Arbeitszeitverkürzung? Die Studien gehen davon aus, dass sich die Arbeitszeit massenhaft verringern würde. Und dann wurde natürlich auch gefragt, was würdest du dann tun mit deiner frei verfügbaren Zeit? Übrigens, es gibt auch Menschen, die würden sich vollkommen aus dem Erwerbsarbeitsprozess rausnehmen, wenn ihnen die 1.000 Euro reichen würden. Was würdest du tun? Und die Antworten sind sehr vielfältig. Einige sagen, ich würde permanent wachstumskritische Konferenzen mitorganisieren. Die anderen sagen, ich hänge in der Hängematte 3 Tage. In der Regel kommt dann die Antwort, nach dem 3. Tag tut mir der Rücken weh und ich fange an, ein Buch zu schreiben. Die anderen sagen, ich würde mich mehr der Erziehung, der Pflege meiner Kinder widmen. Weniger Erwerbsarbeit leisten, mehr im Haushalt tun, in der Familie leisten. Die Dritten sagen, ich würde eine neue politische Partei gründen. Die Vierten sagen, ich möchte gerne zum Beispiel in der Stadt ein kleines Grundstück erwerben und dort meine Öko-Karotte züchten. Das ist mein beliebtes Beispiel immer. Setzt natürlich voraus, da kommen wir dann noch drauf zu sprechen, dass faktisch auch die Möglichkeiten bestehen, städtische Gartenlandschaften entstehen zu lassen, die gemeinsam vielleicht solidarisch sogar verwaltet werden. Aber die Möglichkeit, freie Zeit zu haben, erweckt bei vielen auch die Fantasie, was könnte ich jenseits der Erwerbsarbeit tun. Und sie sind materiell abgesichert. Das kommt dazu. Das heißt, es hat einen quantitativen arbeitsmarktpolitischen und einen qualitativen arbeitspolitischen Effekt. Arbeitspolitisch meint Weiterarbeitsbegriff. In der gesamten Grundeinkommensszene fallen wir nicht auf diese Falle hinein, Erwerbsarbeit und Arbeit gleichzusetzen. Was wir hier tun, ist Arbeit. Ihr eher als rezeptiv, ich eher aktiv. Wir machen Bildungsarbeit. Wer zu Hause arbeitet, Hausarbeit, Familienarbeit, arbeitet. Wer Kinder erzieht, arbeitet. Ganz klar. Okay. Dann sagen wir, das Grundeinkommen, das ist der 3. Punkt, warum Zusammenhang Grundeinkommen und Wachstumskritik, ist ein hervorragendes Mittel der Umverteilung. In allen Papieren, die sich mit Wachstumskritik beschäftigen, es sei denn, es sind Neoliberale. Es gibt neoliberale wachstumskritische Konzepte. Stichwort Meinhard Miegel. Wir können uns
nicht mehr diese überbordenden Sozialsysteme leisten. Wir müssen alle den Gürtel enger schnallen, sagt er. Auch die Armen, noch enger. So eng geht es gar nicht mehr. Zum Verhungern eng. Die Großbewegung sagt, Umverteilung ist ein wichtiges Mittel, um die sozialen Spannungen zu entschärfen, soziale Spaltungen weitestgehend aufzuheben, allen Menschen die Möglichkeit geben, sich in der Gesellschaft einzubringen und vor allen Dingen auch Ängste wegzunehmen. Umverteilung heißt, die unteren Einkommensschichten, mittleren bekommen mehr, die anderen weniger. Ängste abzubauen, ja, was passiert denn, wenn bestimmte ökologische Produkte teurer werden? Wenn wir Rücksicht nehmen müssen und abbauen müssen, den Raubbau an Natur und an Ländern im globalen Süden, also Realpreise zahlen müssten, dann werden Produkte auch teurer. Die muss ich aber bezahlen können. Klassisches Beispiel, ein Hartz-IV-Beziehender kann sich keine Öko-Waschmaschine leisten. Geht gar nicht. Er kann sich überhaupt gar keine neue leisten, davon mal abgesehen, geschweige denn eine Öko-Maschine, eine Waschmaschine oder andere ökologische oder biologische Produkte. Grundeinkommen, wenn es ausreichend hoch genug ist, das ist entscheidend. Nicht ein niedriges von 100 Euro oder 300 Euro, statt von 1000 Euro, hat den Charme, umzuverteilen. Und jetzt sagen einige, na Moment mal, da können ja die unteren Einkommensschichten aber mehr konsumieren. Richtig, das sollen sie auch. Denn sie haben zurzeit ein Konsumptionsdefizit und sie sollen ökologisch konsumieren können. Das ist die entscheidende Voraussetzung. Sie sollen genauso in den Bioladen gehen können und das doppelt teure Brot sich leisten können, wenn sie es denn wollen. Aber die Umverteilung hat noch einen anderen Charme. Sie nimmt der Speerspitze die Spitze. Die Speerspitze lautet Investitionen. Der größte Wachstumstreiber in einer kapitalistischen Gesellschaft ist die Investition. Geld wird investiert in Produktion, in Veränderung, Modernisierung der Produktion, Ausweitung der Produktion, um mehr Geld zu gewinnen. Aus G-Strich machen mit Produktion dazwischen. Kennt man diese Formel? Ist bekannt? Geld, Geldstrich. Es ist Mehrwert, Geld mehr sozusagen. Das heißt, wenn ich umverteile, entziehe ich bestimmten Vermögens- und Einkommensschichten die Möglichkeit, viel zu investieren privat. Natürlich für eigene Zwecke. Das G-Strich soll ja privat angeeignet werden. Also sowohl die unteren Einkommensschichten auffüllen, zu ermöglichen Gesellschaft Teilhabe, auch ordentliche Konsumtion, ordentliche meint ökologische, sozialverträgliche etc., dass sie die haben können. Und meint aber natürlich oberen Einkommensschichten durch ein Grundeinkommen, deswegen hat es auch so hohe Umverteilungsquoten bei 1000 Euro, höheren Einkommensschichten Investitionskraft zu entziehen. Wohlgemerkt, größter Wachstumsmotor ist nicht der Konsum der Individuen, sondern ist die permanente Investition in neue Produkte bis hin über Werbung und so weiter Beeinflussung von Menschen. Das ist unsere These. Das war das dritte, das Thema Umverteilung. Das vierte wäre, dass wir sagen, es gibt auch Modelle, das vierte also Zusammenhang Grundeinkommen und Wachstumskritik, die ganz explizit darauf setzen, dass Grundeinkommen von der Besteuerung, also von der Finanzierung her ökologisch zu gestalten. Wie macht man das? Indem man Ressourcenverbrauch besteuert. Also man kann Ressourcenverbrauch verbieten, indem man bestimmte Produkte einfach nicht mehr herstellbar macht. Man verbietet die Produktion. Man kann aber auch die Soft-Variante wählen und sagen, wer spritfressende Autos und so weiter und so fort kaufen will, muss aber dafür exorbitant viel bezahlen. Und man kann solche Ressourcenverbrauchsteuern oder wer viel Energie verbraucht etc., kann man nutzen, um Grundeinkommen mitzufinanzieren. Ich sage ganz bewusst mitzufinanzieren. Grundeinkommenskonzepte, ich sage dann was dazu, haben in der Regel eine Mischfinanzierung. Ausnahmen bestätigen die Regel. Das heißt also schlicht und ergreifend, dass das Grundeinkommen selbst im Konzept eine ökologische Steuerungskomponente eingebaut hat durch verschiedene Ressourcenbesteuerung. Kann man sich verschiedene Arten sich vorstellen. Es gibt übrigens eine Kritik daran, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Die Kritik lautet, ja, naja,
wenn wir jetzt so stark die Steuerschraube bei Ressourcenbesteuerung anziehen, ist irgendwann mal der Effekt eingetreten, dass man ganz ressourcenminimiert nur noch einkauft. Also versiegt ja diese Einkommensquelle Besteuerung logischerweise. Da gibt es ja wieder kluge Leute, die halten gegen. Wir finanzieren dann nicht mehr aus der Ressourcenbesteuerung, sondern aus dem, was ressourcenverschlingende und ökologisch gefährliche Produkte verursachen. Nämlich massenhafte Folgeschäden im Sinne von Gesundheitsschäden, im Sinne von Armutsschäden bis hin zur Kriminalität. Das heißt also, aus den Folgekosten heraus, die wir überhaupt bis heute noch gar nicht für Deutschland und Europa beziffert haben, was kostet uns eigentlich unsere Produktion? Die bringt ja nichts, sie zerstört ja. Und wer muss sie wieder aufbauen? Und wer muss sie bezahlen, diesen Aufbau? Wer zahlt denn für die ganzen Überschwemmungen und so weiter? Das sind die Steuerzahler, das sind ja wir. Wer bezahlt denn die gesamten Gesundheitskosten, die entstehen, wenn wir eine verdreckte Umwelt haben? Das sind wir als Beitragszahler, beziehungsweise Steuerzahler, wenn es noch über Steuern mitfinanziert wird. Diese Kosten könnten wir alle minimieren, wenn es eine ökologische Gesellschaft gäbe. Und diese Kosten hätten wir dann faktisch nicht mehr als Ausgabekosten für gesundheitliche Fragen, könnten wir zum Beispiel für Grundeinkommen nutzen. Und da bin ich dann beim fünften Thema. Das Grundeinkommen soll eine Einkommensschere selbstverständlich schlicht und ergreifend schließen. Nicht ganz schließen, das heißt, jeder hat das gleiche Einkommen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Gleichheit Glück ist. Wer kennt das Buch? Okay. Die These darin heißt ja, umso einkommensgleicher eine Gesellschaft gestaltet ist, umso weniger gesundheitliche, politische, soziale, schädliche Folgen haben wir. Das ist die Grundthese in dem Buch, habe ich jetzt richtig wiedergegeben. Und das ist empirisch nachgewiesen. Spannenderweise, alle diese Länder, die am wenigsten eine geöffnete Einkommensschere haben, haben weniger Kriminalität, weniger frühzeitige Mortalität und so weiter und so fort. Also können wir alles auflisten, was an schlimmen Dingen es sozusagen gibt. Das Spannende ist ja vor allem, dass halt auch die Reichen in diesen Ländern glücklicher sind als in den Ländern, wo sie proportional viel reicher sind als der Durchschnitt. Also dort, wo die Einkommensschere geringer ist, sind selbst die Reicheren glücklicher in dem Sinne eines besseren, einer besseren Lebensqualität im Gesamtkontext als in Ländern mit großer Einkommensspreizung. Also es gibt viele Studien, die das alles belegen, schlicht und ergreifend. Okay, das waren jetzt fünf Gründe und Grundeinkommen durch Umverteilung ist ganz klar, schließt ein Stück weit die Einkommensschere. Das kommt natürlich auf die Ausgestaltung der steuerlichen Konzeptionierung und auch der Höhe des Grundeinkommens ist das konkret abhängig. Ja, das zu dem Thema, warum Grundeinkommen und Wachstumskritik zusammengehören. Morgen werden Simone Knapp, sie sitzt hier von der kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika, und ich etwas über das Thema Nord-Süd, Umweltfragen und Grundeinkommen diskutieren. Deswegen gehe ich auf diesen Zusammenhang jetzt weniger ein. Bitte habt ihr für Verständnis, wir haben morgen ein eigenes Seminar dazu. Okay, jetzt nochmal zu dem Thema Grundeinkommen. Ihr habt schon rausgehört, das Grundeinkommen steht nicht alleine da. Da habe ich was von Infrastrukturen oder kostenfreien Dienstleistungen erzählt, was von Umverteilung und so weiter. Viele eher emanzipatorisch orientierte Grundeinkommenskonzepte sagen Grundeinkommen plus. Was heißt das dann? Die sagen, Grundeinkommen allein reicht nicht. Zum Beispiel André Gurz, französischer Sozialphilosoph aus Wien kommt, meinte, Grundeinkommen, Recht auf Multiaktivität, das heißt, ich kann in meinem Leben frei entscheiden, in welchen Tätigkeitsbereichen und wie ich die kombiniere, wann und wo, wie ich tätig bin, plus das Recht, sage ich mal, auf Stadt. Wird in der wachstumskritischen Debatte immer nicht berücksichtigt. Recht auf Stadt hieß für ihn, an Marcuse angelehnt, nach der Revolution müssen wir die Städte schleifen. Warum? Weil es sind keine Orte, die Kommunikation ermöglichen. Sie sind falsch gebaut. Sie haben keine Orte, auch rechtlich abgesicherte Orte, wo Leute sich zusammentun können, etwas gemeinsam anbauen. Versuchen Sie mal in der Stadt Leipzig oder in Dresden, wo ich herkomme, einfach ein Stück Land in der Stadt zu bekommen, wo Sie Ihre berühmte Öko-Karotte züchten. Wird schwierig, wird sogar sehr teuer. Die Stadt ist verökonomisiert. Radikale Ökonomisierung aller Lebensbereiche bis hin natürlich zu den Flächen.
Das heißt, für ihn war immer wichtig, wir brauchen gesellschaftliche Orte, also nicht privatisierte Orte, wo Menschen gemeinsam was tun können. Ob die nur die Öko-Karotte züchten oder einen Tauschring einrichten oder Reparaturwerkstätten, wie es wir in der DDR hatten. Ich komme aus der DDR, Deutsche Demokratische Republik für einige übersetzt. Wir hatten sogenannte Reparaturstützpunkte. Da konnte man bei uns aus der Not heraus, wenn was kaputt war, hingehen mit dem kaputten Teil. Da war da ein Handwerker, der hatte viel Ahnung, im Gegensatz zu mir, ich habe Philosophie studiert. Da standen die Maschinen rum, hier die Bohrer und die Säger und alles. Das war also Gemeineigentum, diese Werkzeuge. Und konnte wieder was zusammenkleben, basteln, bohren, was weiß ich, was man brauchte. Nichts mit Wegwerfgesellschaft, nur DDR sind so nicht, wir waren eine Mangelgesellschaft. Wegwerfen war das Letzte, was es gab. Da wurde sogar aus dem Trabant noch ein Wartburg gebastelt im Notfall. Okay, also Orte sozusagen, wo Gemeineigentum an Arbeitsmitteln zum Beispiel besteht. Gemeinsame Spielplätze, die man entwickelt, zum Beispiel nach ökologischen Gesichtspunkten und nach gesundheitlichen Kriterien. Also das gehörte vor kurzem zusammen. Ich will einfach ein Plädoyer dafür abgeben, das Grundeinkommen ist nicht alles seligmachend, sondern es ist an viele andere Punkte noch mit geknüpft, damit es eine sinnvolle Entwicklung gibt. Ich brauche wieder Freiflächen, wo Menschen in Städten und in Ländern gemeinsam was tun können. Gemeinsam oder einzeln, wie auch immer. Ähnlich sagen andere, und zwar aus der feministischen Bewegung zu Recht, das Grundeinkommen muss feministisch gestaltet werden. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass das Grundeinkommen nicht dazu führt, aufgrund der ungleichen Belohnung von Frauen und Männern, dass die Frauen sich eher aus dem Arbeitsmarkt zurückziehen, also einen Effekt sozusagen erzeugen, den die Frauenbewegung eine ganze Weile bekämpft hat. Das geht nur, indem ich Equal Pay einführe. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Dass wenn eine Frau die gleiche Arbeit macht wie ein Mann, dass sie das gleiche Geld kriegt. Also wer da heute noch drüber redet, ist eigentlich komisch, aber leider faktisch ist es so. Also ich will noch verschiedene Punkte einfach noch andeuten, die dazugehören, bis hin zu den Diskussionen, dass natürlich grundsätzlich neben dem Grundeinkommen, was Demokratie befördert, wir eine generelle Demokratisierung der Gesellschaft und der Wirtschaft brauchen. Wer bestimmt eigentlich was, wie, wann, wo produziert wird? Das ist eine entscheidende Frage, die immer kapitalismuskritisch wirksam ist. Okay, damit würde ich also im Bogen spannen, Grundeinkommen plus heißt sozusagen, Grundeinkommen sind in der Regel, wenn es emanzipatorische Konzepte gibt, sind immer eingebunden in andere gesellschaftsveränderungswürdige bzw. gesellschaftsverändernde Konzepte. Es steht also nicht alleine da. Okay. Jetzt würde ich einen Schwenk machen, muss ich auch, zu den Konzepten. Ich habe 50 Kopien vorbereitet. Ich glaube, wir sind etwas mehr. Das ist Service. Schlechter Art, weil Papier. Aber wenn man es ausdruckt, muss man es selber trotzdem auch irgendwie Papieren haben. Das sind Konzepte von Deutschland zu Grundeinkommen. Und ich werde hier nicht auf alle Konzepte eingehen, kann ich gar nicht. Ich will nur die Struktur dieser Übersicht euch erläutern. Dann gehe ich ganz kurz auf regionale Konzepte ein, wo Grundeinkommen schon eingeführt worden ist. Aber ganz kurz, ich nenne sie nur, weil wir morgen dazu reden, zum Beispiel über Namibia, über das Projekt. Morgen heißt Grundeinkommen Nord-Süd, global Nord-Süd und Umweltfragen. Und dann werde ich noch einige Bemerkungen zu globalen Grundeinkommenskonzepten machen. Das ist eine Tabelle, die sich auch bei mir in den verschiedenen Büchern findet. In den Büchern, die wie gesagt downloadbar sind, kostenfrei, finden sich die auch verbal erläutert, also das ist jetzt einfach eine Übersichtstabelle. Diese findet sich auf www.grundeinkommen.de, gibt es oben links die Möglichkeit, die Idee zu klicken und darunter findet man auch die ganzen verschiedenen Finanzierungsmodelle. Diese erhebt nicht Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt massenhaft Grundeinkommenskonzepte, gleich eine Bemerkung dazu für Deutschland, gleich eine Bemerkung dazu. Wir als Netzwerk Grundeinkommen präferieren kein bestimmtes Konzept. Wir haben auch kein eigenes entwickelt. Wir wollen die Diskussion befördern über verschiedene Ansätze. Also wir sagen nicht, das eine ist besser als das andere, aber wir sagen ganz klar, wir wollen ein existenz- und teilhabesicherndes Grundeinkommen haben. Vielleicht zum Aufbau dieser Tabelle. In der ersten Spalte habe ich sozusagen die Akteure oder die Protagonisten dieses Grundeinkommenskonzepts, Seite 1,
findet sich aber auf jeder Seite oben wieder dann die Spaltenbezeichnung, bezeichnet. Dann, was es ist, Sozialdividende oder Negativsteuer, sagt er noch was dazu. Für wen es alles sein soll, man muss bedenken, es gibt Konzepte, die sagen auch nicht alle in Personen, die in Deutschland leben oder weltweit, sondern die sagen schlicht und ergreifend nur für deutsche Staatsbürger. Da hängt eine Debatte hinten dran, Migrationsfragen und Grundeinkommen. Das ist keine typische Grundeinkommensdebatte. Denn heute haben wir die Migrationsfrage par excellence. Jeder kann es in der Zeitung tagtäglich nachlesen. Natürlich mit dem Grundeinkommen stellt sich die Frage verschärft. Können wir dann diskutieren. Nächste Frage, wie hoch soll es sein, ist in der nächsten Spalte, also Monatsbetrag immer netto. Das heißt, krankenversichert ist man per se. Entweder über Erwerbsarbeit, wenn man welche hat, oder kostenfrei, wenn man nur Grundeinkommensbeziehender wäre. Woher wird die Höhe abgeleitet? Aus der Armutsrisikogrenze, aus Warenkorbbestimmung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was kostet das Ganze für Deutschland? Mit welchen Steuern soll es finanziert werden, ist die nächste Spalte. Wie soll es institutionell verwaltet werden? Viele sagen, wir brauchen einen Grundeinkommensfonds, der demokratisch von Bürgerinnen und Bürgern verwaltet wird, also selbst verwaltet, analog der Versicherungssysteme, aber eben nicht nur Arbeitnehmer, Arbeitgeber in öffentlicher Hand, sondern Bürger, weil die Bürger zahlen es ja letztlich auch. Die nächste Frage, wie gehen wir mit anderen steuerfinanzierten sozialen Leistungen um, steuerfinanziert? Es gibt manche Leute, die meinen, wenn man das Grundeinkommen hat, könnte man alle anderen steuerfinanzierten Sozialleistungen, was wäre das zum Beispiel in Deutschland? Hartz IV, okay. Kindergeld, Wohngeld, Wohngeld, Erziehungsgeld, Elterngeld heißt das. Sonderbedarfe für Behinderte, Sonderbedarfe für chronisch Kranke. Also, viele Konzepte sagen, natürlich kann ich Hartz IV abschaffen, logisch. Wenn du Grundeinkommen brauchst, kein Hartz IV mehr. BAföG, brauchst du das noch? Nö. Brauche ich noch Sozialhilfe? Nö. Die kann ich abschaffen. Kindergeld? Nö. Wenn alle Kinder, also ne, von der Geburt bis zur Bahre, alle Menschen ein Grundeinkommen bekommen, brauche ich auch kein Kindergeld mehr. Aber Sonderbedarfe für Menschen mit Behinderung, selbstverständlich, weil die haben einen Nachteil. Sie müssen mehr zahlen. Das ist ein Kostennachteilsausgleich, was es heute gezahlt wird. Menschen, die chronisch krank sind, also eine besondere Ernährung, die in der Regel auch teurer ist, brauchen und so weiter, und so für Hilfsmittel etc. Viele sagen auch Wohngeld, um die Unterschiede beim pauschal gezahlten Grundeinkommen zwischen der Mietsituation in München und der Mietsituation bei mir in Sebnitz im Sächsischen irgendwo auszugleichen. Die sind sehr unterschiedlich. Gibt es ja heute schon Wohngeld, ne? Um diesen Ausgleich herzustellen. Okay, also wie geht man damit um? Zur nächsten Tabelle, Spalte aufgeführt. Dann gibt es die Frage, wie steht man zur Sozialversicherung? Einige sagen, wir lassen alles so bestehen, wie es ist. Faktisch ist dann das Grundeinkommen der Sockel in diesen Sozialversicherungen, also wie Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung etc. Manche sagen, da hänge ich dem nicht an, aber es gibt einige Modelle, die sagen, wir schaffen die vollkommen ab. Ich hätte da so einige entgegen, aber das will ich jetzt nicht weiter diskutieren. Die Dritten sagen, wir gestalten die Sozialversicherung zu Bürgerversicherung um, das heißt also nicht mehr lohnarbeitszentriert, was ja auch ein wachstumstreibender Effekt ist. Ich bin nur abgesichert, wenn ich Lohnarbeit leiste, sondern machen eine Bürgerversicherung draus. Alle zahlen ein nach jeweiliger Einkommensmöglichkeit. Die nächste Spalte ist, wie stehen Sie zu dem Thema öffentliche Infrastruktur und Dienstleistung? Und wir sehen bei vielen Konzepten, haben wir Ausbau und gebührenfreie Gestaltung von öffentlichen Infrastrukturen. Wird ja in der wachstumskritischen Debatte auch viel diskutiert, positiv diskutiert. Wie steht man zu arbeitsmarktpolitischen Instrumenten? Ein Großteil sagt, wir wollen gesetzlichen Mindestlohn und noch Arbeitszeitverkürzungsanreizungsmodelle. Ein kleinerer Teil, wir wollen keinen Mindestlohn. Gibt es eine weite Debatte, warum und wofür und wogegen. Lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und dahinter gibt es dann eine Spalte weitere gesellschaftspolitische Ansätze. Da kommt alles das, was ich vor uns mit erläutert habe, also Umverteilung, geschlechtergerechte Bezahlung und so weiter und so fort. So hat man den Aufbau. Diese Tabellen unterscheiden zwischen partiellen Grundeinkommen und Grundeinkommen. Partielle sind die, die zu niedrig sind. Partiell, sie erreichen nicht die Höhe. Ich habe hier die Grenze bei ca. 850 Euro gesetzt. Jetzt wird sie bei 1.100 setzen, das sagen alle aktuellen Studien zu den Warenkorbmodellen und Armutsrisikogrenzen für Deutschland.
Und noch zu den zwei Begriffen, Sozialdividende und Negativsteuer. Sozialdividende ist ein Prinzip, man sagt, du bekommst, ihr alle bekommt am 1. des Monats 1.000 Euro auf euer Konto überwiesen, Punkt. Der Herr Ackermann, na gut, der ist glaube ich Schweizer, egal, für die Schweiz, die kriegen auch kein Grundeinkommen. Also alle bekommen das überwiesen, die Frau Merkel, der Herr Plaschke, alle, wie sie hier sitzen. Und dann kommt irgendwann eine Besteuerung. Je nachdem, was man für Steuerkonzeption hat, Einkommenssteuer, Vermögenssteuer, alles was es gibt, Erbschaftssteuern, gibt da verschiedene Varianten, wie man das finanzieren kann. Also man gibt erst raus und dann besteuert man. Die negative Einkommenssteuer ist auch ein Grundeinkommenskonzept. Nicht alle NES, ist die Kurzform negative Einkommenssteuer, sind Grundeinkommen. Das hängt eben dann davon ab, ob sie bedingungslos gestaltet sind. Die NES sagt, wenn wir einen Teil des Grundeinkommens über Einkommensbesteuerung finanzieren wollen, dann können wir den Teil gleich miteinander verrechnen. Also Beispiel, man hat eine 50-prozentige Einkommenssteuer, nehmen wir mal an, für alle, Flat Tax. Dann würde ich sozusagen diese Besteuerung gleich mit meinem Grundeinkommensanspruch verrechnen. Also ich würde, wenn ich jetzt 1.000 Euro Grundeinkommen hätte, bekomme ich, faktisch gibt es keine Besteuerung, habe nur das Grundeinkommen. Hätte ich jetzt 1.000 Euro noch Erwerbseinkommen oder andere Einkommen, würden die um 50% reduziert und meinen Grundeinkommensanspruch, die Auszahlung quasi minimieren. Der Effekt ist vollkommen der gleiche. Sie haben unter dem Strich immer das gleiche Geld. Nur, dass ich es erst ausgebe und dann besteuere oder gleich miteinander verrechne, was im Portemonnaie letztlich aufs Gleiche hinauskommt. Ist das verständlich, diese Unterscheidung? Kein Grundeinkommen mehr. Weil die 50% Besteuerung bei 2.000, sagen wir mal Erwerbseinkommen, wären 1.000 Euro. 1.000 Euro hätte er Grundeinkommensanspruch, er käme kein Grundeinkommen mehr. Er hätte 2.000. Punkt. Ja, ganz klar. Das, der Effekt ist der gleiche. Ne? Ob ich ihn erst 1.000, dann kriegt er 2.000 Erwerbseinkommen. Und von den 2.000 Erwerbseinkommen nehme ich 1.000 wieder weg, dann ist er auch wieder nur bei 2.000. Also das ist das Gleiche. Es ist nur ein anderes Prinzip. Funktioniert natürlich nur, wenn ich es über Einkommensteuer mache, ganz klar. Wenn ich es über Mehrwertsteuer finanziere, funktioniert das Prinzip nicht so ohne weiteres. Oder wenn ich das über Ressourcenverbrauchsteuern etc. mache. Das zu den Modellen. Ich habe dann auch Grundsicherungsmodelle mit aufgeführt. Ich präferiere Modelle, die so auf den ersten drei Seiten sind. Das ist meine eigene politische Intention. Ich will ordentlich ausgestaltete Grundeinkommen, die selbstverständlich Grundeinkommen plus heißen, auch mit weiteren Gesellschaftsveränderungen einhergehen. Ich bin nicht der Auffassung, Grundeinkommen würde alles erledigen. Ich denke, Grundeinkommen ist ein Baustein in der Richtung einer auch Postwachstumsgesellschaft, die demokratisch gestaltet ist. Okay, jetzt zum Schluss noch. Welche Grundeinkommensprojekte gibt es, und zwar auf regionaler, lokaler Ebene. Wie gesagt, wir werden Simone und ich morgen darüber noch ausführlich berichten. Es gibt ein Projekt in Namibia, von einer großen Koalition getragen, ein partielles Grundeinkommen, 10 Euro umgerechnet, glaube ich, im Monat. Jetzt sind es nur noch 8, mit positiven Erfolgen, auch viel unterstützt durch deutsche Bürgerinnen und Bürger. Aber da berichten wir morgen dazu. Es gibt ein Zivilprojekt in Brasilien, Quatingo Velho heißt, glaube ich, dieses Dorf, was auch eine Zivilgesellschaftsorganisation, eine kleine, die über Spenden auch Bürgerinnen und Bürgern einer kleinen Gemeinde ein Grundeinkommen auszahlt. Ich glaube, auch um die 10 oder 13 Euro waren das in etwa monatlich. Man muss sich das natürlich in Relation der dortigen Lebenshaltungskosten vorstellen, das ist ganz klar. Werden wir morgen noch drüber reden. Und es gibt ein Grundeinkömmchen, ein partielles Grundeinkommen in Alaska. Das hängt mit einer philosophischen Begründung zusammen, die von Thomas Spence ausgegeben worden ist, eine naturrechtliche, die sagt, wer Natur nutzt für private Zwecke, Erwerbseinkommen, Gewinn machen etc., muss da Natur, egal was Natur jetzt ist, ob Öl, ob seltene Erden oder sonstiges, muss an alle einen bestimmten Anteil zurückzahlen, weil die Natur gehört allen. Das ist ein urbiblischer Ansatz, nichts Neues. Auch übrigens ein urkommunistischer Ansatz, die Natur gehört allen. Wer sie nutzt, muss sie sagen, aus dem Gewinn, die er macht, etwas abgeben. Und in Alaska ist es zum Beispiel so, dass aus den Erdölgewinnen des Staates eine bestimmte Marge zurückgezahlt wird an alle Bürgerinnen und Bürger. Also als Grundeinkömmchen. Das sind manchmal
500 bis maximal, glaube ich, 2000 Dollar im Jahr. Das reicht natürlich nicht, um die Existenz und Teilhabe zu sichern. Das ist aber von der philosophischen Begründung her mit dem Grundeinkommen, mit dem naturrechtlichen Begründungsgrundeinkommens verkoppelt. Das sind so regionale Geschichten. Es gibt sowas Ähnliches auch in der Mongolei. Und ich glaube, es war Singapur, ich bin jetzt aber nicht ganz sicher. Die haben auch eine ähnliche Regelung auf den Boden. Es gibt dort keinen privaten Boden, sondern nur verpachteten Boden vom Staat. Also es ist Volkseigentum auf gut Deutsch. Und die Verpachtungserlöse werden zum Teil als Grundeinkommen an alle Menschen ausgeschüttet. Aber auch nur ein kleineres Grundeinkommen. Das sind regionale Geschichten. Und dann gibt es natürlich auch für Kontinente bzw. auch globale Ansätze für ein Grundeinkommen, die aber, das muss man immer ganz deutlich sagen, immer nur partielle Grundeinkommen sind, das heißt also viel zu niedrige für deutsche Verhältnisse oder für Schweizer oder für polnische Verhältnisse auch, die in der Regel versuchen, zumindest das Schlimmste an Armut und Unterernährung zu beseitigen und zu bekämpfen. Und da gibt es zum Beispiel ein Vorschlag von Frankman, das ist ein Mensch aus Montreal, Uni Montreal, ein Ökonom, der sagt, ich möchte das Millenniumsziel erreichen, also die sagen, die Armutsbevölkerung abschaffen, Armut dort definiert im Sinne der US-Dollar, also Kaufkraftdollar, die ich jedem Menschen zur Verfügung stellen muss, um sich ernähren zu können. Das ist die Armutsgrenze, was das, die physische Armut betrifft, also Hunger bedeutet auf gut Deutsch Unterernährung. Und er sagt, er will das aus der Besteuerung finanzieren, also für alle Menschen ausgezahlt, mit dem Effekt natürlich auch die Armen, aus der Besteuerung der 10% der reichsten Vermögenden auf dieser Welt und der obersten Einkommensschichten, der obersten 1% Einkommensschichten auf dieser Welt. Das Problem ist, das Konzept ist erstmal okay an sich, aber nicht, funktioniert nicht ohne weiteres, weil dann bräuchte ich ja ein weltweites Steuersystem und Eintreib- und Verteilsystem. Das hat immer den Charme, also diesen Charme besitzen immer alle globalen Projekte, sie müssen irgendwie global organisiert, gemanagt, verwaltet, organisiert, kontrolliert und so weiter werden. Er beweist eigentlich nur, dass es machbar ist. Eine andere Studie von FIAN herausgegeben, das sind die für Ernährungssicherheit stark machen. Rolf Künnemann hat das errechnet. Er sagt, nur für Bedürftiges, also bedürftigkeitsgeprüft, würde es reichen, den Hunger, die Unterernährung auf der Welt zu beseitigen, wenn die Hocheinkommensländer, wo wir als Deutschland zuzählen, 0,24% ihres Bruttoinlandsprodukts abgeben. Dann könnten wir mit diesem Geld und Auszahlung nur für Bedürftiges, also eine Grundsicherung, faktisch Hunger beseitigen. Wenn man das hochrechnet als Grundeinkommen für alle, das ist dann ein Betrag von 1, 2, 3 Dollar pro Tag, dann wären das sicher dann 5% des Bruttoinlandsprodukts der Hocheinkommensländer. Hat er aber nicht ausgerechnet, nur für bedürftig. Ich will nur sagen, das ist die Zielsetzung von solchen Berechnungen. Die fangen erstmal natürlich verständlicherweise an diesen Orten, wo die Not am größten ist. Morgen werde ich übrigens darauf eingehen, warum gerade NGOs, die im entwicklungspolitischen Kontext arbeiten, gerade auf Grundeinkommen setzen und nicht mehr auf Conditional Social Cash Transfers, von der Idee her. Weil die Bedingungen Conditional Social Cash Transfers, also Sozialhilfen oder Leistungen, immer eine Masse von Menschen ausgrenzen und viele Verwerfungen nach sich ziehen. Das werde ich aber morgen nochmal begründen, warum das so ist. Und ein drittes für Europa Konzept hat entwickelt Philipp van Parijs, einer Mitbegründer von BNBS, Basic Income European Network. Er sagt, er will aus einer Besteuerung von Ressourcenverbrauch, manchmal sagt er auch aus Besteuerung von, wie nennt man das, Zertifikathandel, ne? Für Umweltverschmutzung nennt man das wohl, halte ich für eine schlechte Variante. Aber er sagt, der Besteuerung Ressourcenverbrauch in Europa möchte er für jeden circa in Europa lebenden Menschen 100 bis 200 Euro auszahlen. Das setzt auch wieder voraus, dass man eine gemeinsame Besteuerungsmöglichkeit hat, hat man gar nicht zurzeit, und auch eine Auszahlmöglichkeit und natürlich auch Kontrollmöglichkeit, Managementmöglichkeit. Diese Konzepte sind immer wieder dazu da, um zu sagen, man kann bestimmte Ausgleiche schaffen, man kann Armut beseitigen und müssten, wenn man in der Tat ein Grundeinkommen in den jeweiligen Ländern auf dem jeweiligen nationalen Niveau der Existenz- und Teilhabesicherung haben, selbstverständlich dann aufgestockt werden, um zu einem Existenz- und Teilhabesicherung ein Grundeinkommen zu kommen, das ist ganz klar.
Eine Aufstockung mit bedürftigkeitsgeprüften Sozialleistungen halte ich für einen falschen Weg. Gibt es auch einige, die das diskutieren, weil wir dann dieselbe Malaise haben wie bei jetzigen bedürftigkeitsgeprüften Transfers, weswegen ich auch aus armutspolitischen Gründen gegen Grundsicherung bin und für Grundeinkommen, weil sie zum Beispiel in Deutschland 50% derjenigen, die Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen haben, Anspruch, Rechtsanspruch, nicht in Anspruch nehmen, diese Leistung. Rund 50% der Menschen, also von 100% der Menschen, die Anspruch auf Hartz-IV-Leistung haben in Deutschland, realisieren ihn nicht. Und warum nicht? Ganz einfach. Bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen tun systematisch Menschen aus dem Leistungsbezug ausgrenzen. Weil man sich als Armer outen muss, man wird stigmatisiert. Weil man auf dem Amt gehen muss, sich nackig machen muss, Bedürftigkeitsprüfung über sich ergehen lassen muss. Bis hin zu Sozialdetektiven, die in die Wohnung kommen, gucken, ob ich nicht doch noch einen Van Gogh, den ich verwerten könnte, an der Wand hängen habe. Oder vielleicht ein gutes Auto. Bis hin zu dem Thema, dass ich natürlich jeden Job annehmen muss. Zum Beispiel, wenn man im Winter dann Gras aus den Wegen herauspulen soll. Solche Beschäftigungsprojekte gibt es ja in Deutschland. Also, dass man faktisch auf der gesamten Ebene bei der Bedürftigkeitsprüfung immer wieder Diskriminierungs- und Stigmatisierungswirkungen unterliegt. Und deswegen sagen dann Leute, nö, diese aufstockende Hartz-IV-Leistung in Höhe von 200 Euro, 100 Euro, in dem Bereich sind das dann in der Regel dann die Geldmengen, gehe ich nicht erst zum Amt und unterwerfe mich nicht diesem Diktat. Und ich werde morgen diskutieren, warum das in armen Ländern aus entwicklungspolitischer und sozialpolitischer Sicht nicht anders ist, nur mit noch ein paar anderen Effekten. Bedürftigkeitsgeprüfte Transfersysteme haben das den ganz seltenen und furchtbaren Effekt, menschenrechtswidrig und grundrechtswidrig zu sein, weil Leute, die Anspruch auf Leistung haben, ihn nicht realisieren, aufgrund dieser systematischen Ausgrenzung durch Bedürftigkeitsprüfung. Und damit will ich jetzt erst auch mal enden. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Und mein Vorschlag jetzt, dass wir spätestens viertel alle pünktlich wieder hier sitzen und wir dann in die wunderschöne gemeinsame Diskussion gehen. Okay? Danke euch.